von Island. Villa Maria Elfenreigen. Gelesen von Jasmin Stab. Auf dem kalten, eisumstarrten Island stand vor vielen, vielen Jahren am Abhang eines Hügels ein stattliches Gehöft. Der Besitzer, der seine Jugend als Seemann unter fernen Himmelsrichtungen zugebracht, war endlich dem Zuge zu Heimat und dem Rufe seines sterbenden Vaters gefolgt und hatte die Palmen und Orangenhaine des Südens mit der bleichen Sonne und den erstarrten Lavafeldern seiner väterlichen Insel vertauscht. Aber als lebendige Erinnerung jener gesegneten Länder brachte er eine junge, wunderschöne Frau mit sich, deren dunkle und doch so sprechende Augen noch immer in die Erinnerungen hineinleuchteten, als sie längst schon zu ewigem Schlummer geschlossen waren. Marietta, hatte ihr Gatte zu ihr gesagt, bevor der Priester ihre Hände ineinander legte. Hast du auch wohl bedacht, was du aufgibst, wenn du als mein Weib mir folgst? Sieh, hier in deiner Heimat herrscht ein ewiger Frühling mit Blumenduft und Vogelgesang. Italiens Himmel strahlt in immerwährender Pläue. Auf meiner Insel würdest du das nicht mehr finden. Eine bleiche Sonne, ein grauer Himmel, über blumenlose Heide und Eis, Eis und Schnee, wohin du blickst. Nur der Isländer kann seine Insel lieben und schön finden. Aber du bist dort, hatte Marietta geantwortet. Könnte ich da nach einer anderen Heimat verlangen? So war sie mit ihm gezogen nach dem fernen Norden. Sie hatte ein einziges Kind, ein wunderschönes Mägdlein, das den Namen Helga trug. Sie sollte eine echte Tochter Islands werden und selbst der Name Zeugnis dafür ablegen. Aber die fremde Abstammung konnte sie doch nicht ganz verleugnen. Wohl hatte sie die weiße Haut und die schönen blonden Haare der nordischen Mädchen. Aber die Augen blickten ebenso dunkel und geheimnisvoll wie die Augen ihrer Mutter. Die Isländer haben keine Blumen. Sie kennen ihre Schönheit nur aus den Erzählungen ihrer Landsleute, die auf ihren Reisen solche gesehen. Aber jeder, der in Schönhelgas wundervolles Antlitz blickte, meinte, so müssten Blumen aussehen, und so hieß sie bald überall die Blume von Island. Schönhelga liebte ihren ernsten Vater, aber noch mehr liebte sie ihre schöne, sanfte Mutter. In ihrer Nähe war sie auch am meisten. Jedes Frühjahr zog der Vater mit einigen Knechten hinaus zur Küste, um den jährlichen Fischbedarf für den Haushalt selbst zu besorgen. Denn so sehr er auch Marietta und sein Haus liebte, so übte das Meer doch immer noch seinen alten Zauber auf sein Herz aus. Im Sommer und Spätherbst war er auch wieder wochenlang fern auf den entlegenen Handelsplätzen der Küste, die Wolle von seinen schönen, großen Herden dort zu vertauschen, gegen die schönsten Erzeugnisse der Fremde, mit denen er sein Haus und seine Lieben schmücken und erfreuen wollte. In solchen Zeiten saß dann Helga zu den Füßen ihrer Mutter und ließ sich in den schönen, weichen Lauten ihrer Sprache erzählen, von dem ewig blauen Himmel und dem goldenen, warmen Sonnenlicht ihrer Heimat, von den glänzenden Blumen und immergrünen Wäldern und von den wunderschönen milden Nächten, in denen beim Klang der Mandoline und beim hellen Sternenschein die jungen Mädchen ihre zierlichen Tänze aufführen und Lust und Gesang über Land und Meer sich schwingt. Ach, wie schön musste es dort sein, und wie war es hier so anders? Kein Tanz, kein Gesang, weder von den Lippen eines Menschen noch aus der Brust eines Vogels. Nicht einmal das fröhliche Blöken der Herden hatte Helga je gehört. Stumm und starr, alles. Todesschweigen war die Sprache dieser Natur.
schweifte dann schön Helgas dunkles Auge hin über Islands weite, öde Heiden, über die meilenweiten dunklen Lavafelder, die unter ihrem erstarrten Trauermantel das Leben der Natur ringsum begraben haben, schaute sie auf jene gigantischen Eisgebirge, von keinem Menschenauge je erforscht, die gleich Riesenmonumenten des Todes weit hinein in das Land ragen, um deren Häupter fast immer dichter Nebel wallt, selten nur zerrissen von einem Sonnenstrahl, in dessen bleichem Licht dann jene Eiskolosse aufleuchten, wie Sarkophage in einer Gruft. Dann schauerte es auch durch Helgas Seele, und mit heißer Sehnsucht gedachte sie des Jugendlandes der geliebten Mutter. Und diese? Ach, ihr Gatte hatte recht gehabt. Trotz ihrer Liebe nagte an ihrer Seele ein unstillbares Heimweh nach den sonnigen Tälern ihrer Kindheit. Umso verzehrender, als sie nie zu ihrem Gatten davon sprach, der sein Island hoch über alle Paradiese der Erde setzte. 10 Jahre waren kaum vergangen, da wölbte sich über Mariettas warmem Herzen der Grabhügel. Helgas kleines Herz wollte fast brechen, als man die geliebte Mutter hinaustrug auf den Hügel, von dem aus sie so oft sehnsuchtsvoll hinüber auf das Meer geblickt, dessen dunkelblaue Wellen dem schönen fernen Süden zueilten. »Wenn du mich begräbst«, hatte sie in den letzten Stunden zu ihrem Gatten gesagt, »dann lege mich so, dass ich mit dem Antlitz nach Italien schaue.« So war es geschehen. Oft saß nun Helga an dem Grabhügel, die einzige Blume, die ihn schmückte, und mit dem Bild der geliebten Mutter traten auch jene Gegenden lebendig vor ihre Seele, deren Schilderungen das Entzücken ihrer Kinderjahre gewesen. Des verwaisten Hauswesens hatte sich eine ferne Verwandte angenommen, die mit ihrem Sohn die eigene arme Heimat gerne verlassen, um dem Ruf des reichen Vetters zu folgen. Die alte wortkarge Base verstand nichts von Helgas Sehnsucht und ihren märchenhaft klingenden Erzählungen. Außerhalb Islands konnte es wohl nichts Schönes mehr geben. Aber Olafsson, ihr Sohn, wenige Jahre älter nur als die kleine Waise, wurde ihr andächtiger Zuhörer. Mit demselben Entzücken, mit dem er ihr schönes Gesicht betrachtete, lauschte er ihren Erzählungen. Die ernsten, blauen Augen, die sonst so kalt blickten wie seine heimatlichen Gletscher, belebten sich dann, und wenn schön Helga schloss, sagte Olafsson jedes Mal, »Ich werde Seemann und reise nach jenen Ländern zu sehen, ob es wirklich so schön dort ist.« »Aber du nimmst mich doch mit.« »Gewiss, gewiss.« So verstrichen die Jahre, und es kam die Zeit schnell heran, in welcher der Baum, zu dem Helgas Kinderhand den Kern gelegt, Früchte trug. Olafsson war erwachsen und bestand darauf, zur See zu gehen. Der Hausherr stimmte freudig bei und der Abschied nahte. Schön Helgas Wange war gar bleich. Olafsson glaubte, es sei die Trennung, die sie so schmerze, und das versüßte ihm das Scheiden. Ach nein, es war der Schmerz, dass sie daheim auf der kalten, öden Insel bleiben müsste und nicht jene Gegenden sehen sollte, auf die sie doch nach ihrer Meinung so viel mehr Anrecht hatte als Olafsson. 1 Jahr war wieder verflossen. Olafsson war zurückgekehrt und hatte ihr von allem erzählt, was er gesehen. Morgen in aller Früh wollte er wieder fort, eine neue große Reise antreten. Und so sehr sie auch geweint und gebeten, sie diesmal doch mitzunehmen, ihr Vater und Olafsson hatten dazu nur den Kopf geschüttelt und über ihre Kindereien gelächelt. Es war Abend.
Sie ging mit Olafsson zum Grab auf dem Hügel, um dort noch einmal von den Wundern der Ferne zu hören. Stunde auf Stunde verrann. Sie wurde des Hörens nicht müde. »Wohl, Helga«, schloss endlich Olafsson, »es ist so schön da draußen, wie deine Mutter es einst gesagt. Schöner fast noch, viel schöner. Und dennoch, Island ist es nicht. So schön wie in unserer Heimat ist es nirgends, nirgends.« Helga blickte ihn ungläubig an. »Und ich habe dennoch recht«, sagte er. »Sieh, jetzt ist es Mitternacht. Seit vielen Stunden ist es in jenen Gegenden Nacht, tiefe Nacht. Die Sonne hat sie längst verlassen. Unsere Insel liebt sie mehr, bei uns weilt sie länger. Schau nur dorthin. Eben erst ist sie im Ozean versunken, und an dem glühend roten Abendhimmel malt sie nun in silberglänzenden Umrissen die schönsten baumreichen Wälder, die unserem Boden versagt sind. Sieh nur, grüßen und neigen sie nicht ihre schimmernden Wipfel? Ist es nicht, als höre man es geheimnisvoll in ihren Kronen flüstern? Schweben nicht weiße Wölkchen gleich Adlern über ihre Spitzen hin? Und nun blicke auf die Tageshelle um dich her. Die Nächte dort sind dunkel wie das Gewissen der Verbrecher. Unsere Nächte wie das Herz eines frommen Kindes. Licht, klar und still. Aber es ist so kalt hier, so kalt, dass es mich bis ins Herz hinein friert, klagte Helga. Aber die Kälte macht stark, sagte Olafsson. Dort fand ich die Menschen schwächlich, feig und entartet. Ich könnte dir Trauriges davon erzählen. Blicke nun aber auf dein Volk, Blume von Island, denn du gehörst zu uns. Wir sind treu, tapfer und stark, wie unsere Väter waren und wie unsere Söhne sein werden. Und das verdanken wir Island und seinen Gletschern, seiner kalten, aber kräftigen Natur. Ich sage dir, schön Helga, es gibt nur ein Island, gerade so, wie es nur eine Blume darauf gibt. In der Frühe des anderen Tages sollte Olafsson abreisen. Helgas Vater wollte mit einigen Knechten auch hinab an die Küste, denn es war die Zeit des jährlichen Fischfangs, und so konnten sie miteinander den Weg machen. Der Abschied war kurz und stumm. Helga kämpfte mit ihren Tränen, als sie sah, wie alle sich so freudig in die Sättel schwangen. Doch sie gedachte der Worte Olafssons über Islands kräftiges Volk und weinte nicht. Aber ihre dunklen Augen hafteten so sehnsüchtig auf ihres Vaters Angesicht, dass er wohl fühlte, was in ihrem Herzen vorging. »Komm, Helga«, sagte er, sich zu ihr niederbeugend, »bis zum Hügel, wo das Lavafeld beginnt, darfst du uns begleiten.« Damit nahm er sie vor sich in den Sattel und im raschen Schritt eilten nun die Pferde dahin. Bald hatten sie den Hügel erreicht, an dessen Fuß das Lavafeld begann und seine dunklen Linien meilenweit zum Horizont hindehnte. Jetzt vermochte Helga ihre Tränen nicht länger zu beherrschen. Schluchzend umfasste sie ihren Vater und bat innig: »Bleibe nicht so lange aus, lieber Vater! Es ist so traurig und öde daheim, wenn ihr nun beide fort seid.« »In wenigen Wochen kehre ich zurück, meine Helga«, tröstete sie der Vater. »Halte bis dahin gut Haus mit der Base und gehe fleißig zur Hand bei ihrer Arbeit.« Er küßte schweigend, aber zärtlich ihre schneeweiße Stirn, hob sie dann vom Pferd und nach einem letzten Händedruck setzte sich die kleine Schar wieder in Bewegung. Helga sah ihnen nach, bis eine Senkung des Weges sie ihren Blicken entzog. Dann stieg sie den Hügel hinauf, lehnte sich an die Felswand und schaute in die Ferne, die Augen mit den Händen beschattend. Da kamen sie endlich wieder zum Vorschein, aber in so weiter Ferne, dass Helgas Scheidegruß ihr Ohr nicht mehr erreichte.
Noch einen Augenblick irrte ein flüchtiger Sonnenstrahl über sie hin. Ross und Reiter zeichneten sich glänzend ab gegen die rote Fläche, auf der sie hinzogen. Dann wallte ein Nebel heran, ein Nebel, wie ihn nur Islands Berge entsenden können. Und Helga sah nichts mehr. Schluchzend lehnte sie den Kopf zurück gegen die Felswand, schloss die Augen und weinte heiße Tränen der Sehnsucht und des Schmerzes. Da tönte es plötzlich mit wunderbarem Wohlklang an ihr Ohr. »Warum weint schön Helga?« Helga öffnete verwundert ihre Augen. Niemand um sie her, nichts, soweit sie blicken konnte, als der Nebel in der Ferne und das erstarrte Lavafeld zu ihren Füßen. Sie schloss die Augen abermals. »Helga, schön Helga, warum trauerst du?« tönte wieder die klangreiche Stimme. Es war, als käme sie aus den Wolken. Durch Helgas Seele rieselte ein leichter Schauer. Sie wagte sich nicht zu rühren. Nur die Augen öffnete sie leise und schaute empor. Aber was war das? Senkte sich der tiefblaue Himmel Italiens auf sie nieder, an den sie soeben gedacht? Dicht über ihr auf der Spitze des Hügels stand eine strahlende, majestätische Gestalt, deren Schönheit nicht der Erde, nicht dieser Erde angehören konnte. Aus dem königlichen Antlitz blickten tiefblaue, wunderbare Augen milde hernieder auf die zitternde Helga, und Locken, schöner als ihre eigenen, golden wie die Sterne der Sommernacht, flossen herab auf das Gewand aus Purpursamt, in das der herrliche Fremdling gekleidet war. Er schritt von der Höhe herab und trat zu Helga. »Warum weint schön Helga?« fragte er liebreich. Helga suchte sich zu fassen. »Woher kennst du mich, Fremdling?« fragte sie schüchtern. »Wer kennt nicht die Blume von Island?« entgegnete dieser freundlich. »Soll ich dir noch mehr von dir erzählen, um dir zu beweisen, wie lange ich dich schon kenne und wie viel ich von dir weiß? Soll ich dir sagen, wie oft ich dich an dem Grab deiner Mutter sitzen sah und welche Bilder dort durch deine Seele zogen? Soll ich dir sagen, welche Sehnsucht in diesem Augenblick dein Herz bewegte? Wie heiß du verlangt hast, mit Olafsson ziehen zu können, nur um jene reichen, wunderherrlichen Länder zu schauen? Aber um diesen Wunsch zu erfüllen, bedarf es keiner solchen Reise. Das Paradies deiner Mutter ist hier, hier in deiner nächsten Nähe.« Helgas Auge leuchtete halb in Zweifel, halb in Entzücken. »Hier?« fragte sie ungläubig. »Wie wäre das möglich? Komm nur einige Schritte weiter auf die andere Seite des Hügels. Dann sollst du sehen, dass ich die Wahrheit sprach.« Helga fasste die dargebotene Hand. Der Fremdling, der sie so lange schon kannte, so viel von ihr wusste, war ihr kein Fremdling mehr. Und ein Feind konnte er ja nicht sein, der ihres Herzens höchsten Wunsch erfüllen wollte. Der Fremdling legte die Hand an die Felswand, und sofort öffnete sich diese und ließ Helga mit ihrem Führer eintreten. Erstaunt blieb sie stehen und fuhr mit der Hand an die Stirn, ob kein Traumbild sie neckte. Doch es war kein solches. Helgas staunendes Auge blickte in ein Wunderland, schöner als ihrer Mutter Jugend Heimat, schöner als ihre einstigen Kinderträume. Durch die kristallene Kuppel, die sich über diesem Paradies wölbte, sandte die Sonne ihre Strahlen hell und warm, wie Islands Kinder nie empfinden. Golden zitterten sie durch die majestätischen Bäume mit dem ewiggrünen Laub, wiegten sich auf dem blitzenden Strahl des Springbrunnens und flammten im Kelch der durchsichtigen Blumen. In der Ferne rollte das Meer seine azurblauen Wogen um grüne Eilande,
und über Blumenduft und Farbenglanz schwebte eine süße, zauberhafte Musik bis zum Gestade des Meeres, dessen Wogen sie in leisem Echo hin zu den Ufern der glücklichen Inseln trugen. Helga blickte mit einem Entzücken um sich her, wie sie es nie empfunden. Solche Schönheiten hatte die Erde, und ihr war es vergönnt, sie zu schauen. Sie beugte sich nieder zu den nie gesehenen Blumen, strich leise mit ihrer weißen Hand über den Samt der Blätter und drückte die Lippen in ihre duftenden Kelche. Dann eilte sie mit glänzenden Augen zu dem Springbrunnen, dessen Strahl fast bis zur kristallenen Kuppel emporstieg und dann wieder herunterfiel, weit hinaus über den Marmorrand seines Beckens, dass Büsche und Blumen unter seinem Tau sich neigten. Darauf wandte sie sich zu den hohen Bäumen, drückte sanft ihr Gesicht gegen die glatten Stämme und blickte hinauf zu den schimmernden Kronen, die im Sonnenlicht leise rauschten. Auf den Zweigen schaukelten sich schneeweiße Vöglein und blickten auf Helga herunter. Waren es nun diese gefiederten Sänger oder die hohen Baumkronen? Oder war es das ferne Meer, das jene süße Musik hervorbrachte, die mit den Sonnenstrahlen und den Frühlingslüften durch diese Räume flutete, leise schmeichelnd um Helgas Herz und Sinne wogte und auf ihren Tonwellen die Vergangenheit und ihre Erinnerungen mit sich davontrug? Stunden waren in diesem Zauberreich dahingeschwunden, und Helga kam es vor wie Augenblicke. Da endlich wandte sie sich zu dem Fremdling, der ihr mit liebevollen Augen gefolgt war und ihr Entzücken beobachtet hatte. »Oh, wie soll ich dir danken?« sagte sie, seine Hand ergreifend, »dass du mich dahin geführt, wohin seit Jahren meine Sehnsucht strebte. Aber sage mir nun, wo ich bin, denn Islands kalte Erde birgt solches Paradies nicht.« »Du bist in meinem Reich, schön Helga«, entgegnete der Fremdling sanft, »und ich bin der Elfkönig von Island.« Helga sah erstaunt zu ihm empor. Kein anderer Mund als der ihrer Mutter hatte je Erzählungen für sie gehabt. Und diese wusste nichts von Islands Geisterreich. So war auch schön Helga ohne Furcht und Bangen. »Ach, könnte ich doch immer hier bleiben«, rief sie sehnsüchtig. »Was wünschte ich mehr?«, sprach der Elfkönig. »Aber warum wolltest du es nicht?« »Ach, mein lieber guter Vater, er hat ja auch nur noch mich«, sagte Helga in plötzlicher Erinnerung. »Aber jetzt ist er fern«, tröstete der Elfkönig. »Und wenigstens bis er wiederkehrt, darfst du bleiben.« »Ja, das ist wahr«, nickte Helga erfreut, und so blieb sie in des Elfkönigs Reich. Die Tage glichen hier einander, wie sie sich einst vielleicht im Himmel gleich werden, wo kein Stundenschlag ihr Schwinden kündet, wo alles eine herrliche, selige Gegenwart ist, in der keine Vergangenheit uns mahnt und erinnert, und keine Zukunft uns lockt, weil sie Schöneres nicht bringen könnte. Helga schwebte seligen Herzens an der Seite des schönen Elfkönigs durch dies Paradies. Die weißen Vöglein flatterten um sie her und senkten sich ihr auf Hand und Schulter, und das Meer mit den blauen Wogen rauschte grüßend heran, wenn schön Helga und der Elfkönig sich seinen Ufern nahten. Dann fasste er ihre Hand, sie setzten den Fuß auf eine der kleinen Wellen und sanft und schnell trug sie dieser Zaubernarren hinüber zu einer der glücklichen Inseln. Wenn dann draußen Islands Sonne um Mitternacht ihren Purpurmantel am Horizont ausbreitete, dann strömte sein Widerschein durch die kristallene Kuppel, glühte wie Rosen auf in den Wassern des Springbrunnens
und auf dem weißen Gefieder der Vögel, während das Meer dann in violetten Wogen gegen das Ufer rollte. Dann wusste Helga, dass sie ihre Augen schließen müsse, sich zu stärken zu einem neuen Tag der Freude und des Genusses. Sie streckte sich nieder auf das weiche Mooslager, während der Elfkönig sich ihr gegenübersetzte und seine Harfe ergriff. Ihren Saiten entströmten jene zauberhafte Musik, welche die Erinnerung aus Helgas Seele bannte. Unter diesen Klängen schlief sie ein. Sie lagerten sich an die Pforten ihres Herzens, damit kein Traumbild daran klopfen könne, dass sie mahne an die Vergangenheit und ihre Rechte. Einst aber ertönte doch die Saite, welche die Natur zwischen die Herzen der Eltern und ihre Kinder gespannt hat, und die nicht reißt, ob auch mehrere dazwischen liegen. Helgas Vater war zurückgekehrt, und sein Schmerz und seine Klagen über den Verlust seines geliebten Kindes waren so erschütternd, dass die schlummernde Saite in Helgas Herzen zu klingen begann. »Mein Vater«, sagte sie eines Tages plötzlich, als sie am Ufer stand, und sie zog ihren Fuß zurück, den sie eben auf die Welle setzen wollte, die ihren blauen Nacken vor ihr beugte. »Mein Vater, mir ist, als hörte ich ihn um mich klagen. Ist es nicht meine Pflicht, all das Schöne hier zu verlassen und zu ihm zurückzukehren?« Über des Elfkönigs Antlitz flog ein Schatten. Schweigend griff er zu seiner Harfe, und ihren Saiten entströmten nun Töne, schöner, herzbezwingender, als sie Helga je gehört. Sie schwebten hin über die Wogen, dass diese leiser rauschten, die süßen Melodien nicht zu stören, und in Helgas Herz verstummte wieder die Vergangenheit, die Erinnerungen schlummerten ein. Und nun erzählte ihr der Elfkönig, wie er sie seit Jahren schon zur Herrin dieses Reichs erkoren, wie er sie überwacht und gehütet von Jugend auf, wie er hier alles mit diesen Reizen nur für sie geschmückt und gehofft, sie werde als sein Weib hier mit ihm leben und durch diesen Bund ihm das gewähren, wonach seit Jahrhunderten sich seine Sehnsucht gerichtet. Eine unsterbliche Seele, wie sie den armen Elfen in allen Landen versagt ist. »Willst du nun mein Weib werden, schön Helga?« fragte er am Schluss. »Sieh, ich will dich lieben mit einer Treue und Innigkeit, wie sie aus eurem Geschlecht längst entschwunden. Du sollst es nie bereuen, dass du dem armen Elfkönig das gewährt, wonach er sich so lange vergeblich gesehnt.« ich will«, sagte sie, mit kindlichem Zutrauen seine Hände ergreifend. »Ich will immer bei dir bleiben.« Des Elfkönigs Augen leuchteten freudig. »Aber, schön Helga, die Gesetze unseres Reiches sind streng. Wir halten die Gebote der Treue höher als ihr, obgleich wir auf keinen Lohn in der Ewigkeit zu hoffen haben. Wenn du mein Weib wirst, deine Seele an mich bindest und mich somit Anteil nehmen lässt an deiner Unsterblichkeit, dann gehörst du fortan mir, mir ganz allein. Dein Vater, deine Heimat haben dann keine Rechte mehr an dich, und kehrst du dann doch zu ihnen zurück, dann müsste ich meine Seele von deiner Hand fordern. Dann würde das Elfenreich dein Leben als Sühne verlangen. Kannst du nun solche Treue halten, Blume von Island?« Schön Helga beugte sich vor. »Schau mir in die Augen«, sagte sie. »Hältst du mich für so undankbar? Ich will dein Weib werden, und du sollst durch mich und mit mir die unsterbliche Seele haben. Glaubst du, ich könnte dich je um deine Anrechte an die Ewigkeit betrügen?« So ward schön Helga die Blume von Island mit dem Elfkönig vermählt. Ein Jahr war vorübergegangen. Wieder leuchtete die Sonne durch die kristallene Kuppel, und schön Helgas Zauberreich blühte noch in unvergänglicher Schöne.
Aber die Blume von Island war bleich und in den gesenkten Wimpern hing eine Träne. War des Elfkönigs Gemahlin nicht glücklich? Oh, gewiss glücklich, fast zu glücklich. Schönheit und Liebe umschwebten sie auf jedem Schritt, aber ein ungetrübtes Glück währt stets nur kurze Zeit. Ihr Gemahl war fern. Die Gesetze des Elfenreichs zwangen ihn ein Jahr um das andere hinüberzugehen über das Meer, um dem obersten Herrscher des Elfenreichs, dessen Thron in den Felsengebirgen Norwegens stand, Rechnung abzulegen von seinem Tun. In einer Woche hatte er zurückkehren wollen, und jetzt waren schon 3 Wochen vergangen, und er war noch immer fern. Was mochte dem geliebten Gatten zugestoßen sein? Dieser Gedanke nagte an schön Helgas Herz und machte sie unempfänglich gegen die Schönheit um sie her. Vergeblich schwirrten die weißen Vöglein um ihre Stirn und streiften mit weichem Flügel ihre Wangen. Helgas Seele war in Schmerz versenkt, und die Zaubertöne ihrer besänftigenden Gewalt schliefen jetzt selbst in den Saiten der Harfe. Endlich richtete sie sich auf. »Ach, ich muß dir ungehorsam sein, mein Gemahl. Vergib, vergib, aber die Angst tötet mich sonst. Ich muß hinaus, ob ich dich nicht in der Ferne erschauen kann.« Sie sprang auf und näherte sich der Felsentür. Ängstlich flatterten die Vöglein um sie her, doch sie scheuchte sie mit der Hand und berührte die Felswand, durch die sie vor einem Jahr hier eingetreten, und diese öffnete sich und schön Helga trat hinaus auf Islands Erde. Aber so lange nur von warmen Sommerlüften berührt, schauerte sie jetzt zusammen unter dem Eiseshauch der alten Heimat und eilte schnellen Schrittes auf die Spitze des Felsens. Hier stand sie still, wandte dann ihr schönes Antlitz rückwärts und schaute über ihre linke Schulter mit forschendem Auge nach Südost. Vor der Macht dieses Zauberblickes wichen die Schranken der Ferne. Ihr Blick durchdrang Islands dichte Nebel, flog über die Eisgebirge des Ostens und schwamm auf den Wogen des Atlantischen Ozeans hinüber zu den steilen Felsufern Norwegens. Sie schaute in das geheimnisvolle Leben seiner Berge. Sie sah den mächtigen Elfkönig auf einem diamantenen Thron, über den Jahrtausende hingezogen, ohne ihn je zu erschüttern. Um ihn her sein Volk in ewiger Jugendschöne, in freudigem Gehorsam. Aber die herrliche Gestalt ihres Gemahls war nicht darunter. Seinen tiefblauen Augen begegnete sie nicht, so angestrengt sie auch die Züge prüfte. Traurig wandte sie ihr Antlitz endlich ab und wollte in ihr einsames Reich zurückkehren. Da, als sie um die Felsenecke bog, sah sie an derselben Stelle, wo sie gestanden, um ihrem Vater und Olafsson nachzublicken, eine hohe, einsame Männergestalt. Voll freudigen Schreckens eilte sie darauf zu. Sollte ihr Gatte so nahe gewesen sein, während sie ihn in der Ferne suchte? Aber als der Mann, ihren leichten Schritt hörend, sein Antlitz wandte, da blickte sie nicht in die jugendschönen Züge des Elfkönigs, sondern in das gramerfüllte Antlitz ihres Vaters. »Helga! Helga!« klang seine Stimme in trauten Tönen an ihr Ohr. »Mein Kind, du lebst! Du lebst, du weilst noch auf Erden!« Und er streckte die Arme nach ihr aus und zog sie unter heißen Tränen an seine Brust. Die Saite in Helgas Herzen tönte jetzt laut. Die Erinnerungen erwachten und Elfkönigsharfe war fern und konnte sie nicht einschläfern. »Mein lieber guter Vater«, sagte sie, jetzt nur auf ihn schauend und an ihn denkend. »Weine nicht, deine Helga lebt ja und ist glücklich. Aber wie alt bist du geworden und dein Haar so weiß?« »Ja, Helga,
ich hatte dich ja auch verloren und du bist mein einziges Kind. Aber nun, da ich dich wieder habe, werde ich bald wieder aufleben. Komm nun geschwind nach Hause, meine Tochter, wie wird sich dein Olafsson freuen?« Bei diesen Worten erbebte Helgas Herz. »Mein lieber, lieber Vater«, sagte sie, sanft die gefurchten Wangen streichelnd, »ich kann nicht mit dir gehen. Ich gehöre jetzt einem anderen Reich an.« Und nun erzählte sie dem erschrockenen Vater alles, was sie erlebt, von dem Augenblick an, wo sie ihm lebwohl gesagt an dem Rand des Lavafeldes. »Sieh, ich habe mein Wort gegeben«, schloss sie, »und so schwer es mir auch fällt, dich nicht begleiten zu können, ich darf es nicht.« »Ach, mein armes, unglückliches Kind«, klagte der Vater. »In welche Hände bist du geraten?« »In die besten und liebevollsten, mein Vater«, tröstete Helga. »Leider ist mein Gemahl noch nicht zurückgekehrt, und so kannst du ihn nicht sehen. Aber meine neue Heimat will ich dir zeigen, um dein Herz zu beruhigen.« Sie fasste ihres Vaters Hand und führte ihn nach der Seite des Felsens, die den Eingang in das Elfenreich barg. Sie legte die Hand daran, aber die Tür blieb verschlossen. Wieder und wieder strich sie mit ihrer weißen Hand über den harten Stein. Aber nichts rührte sich. Helgas Herz klopfte, als wenn es zerspringen wollte. Sie sank in heißen Tränen an dem harten Fels nieder, um Einlass bittend. Aber es blieb alles still, tot und regungslos. Die arme Helga. Sie hatte, ohne es zu wissen, gefrevelt gegen die Gesetze der Elfen, indem sie zu einem Sterblichen gesprochen von den Geheimnissen ihres Reichs. Und so blieben seine Pforten ihr fortan verschlossen. In heißer Reue gedachte sie jetzt der Abschiedsbitte ihres Gemahls, die Außenwelt nicht zu betreten, an die sie keine Rechte mehr besaß. Es war ihr, als würde sich nun auch das andere düstere Verhängnis erfüllen, und bewusstlos sank sie in ihres Vaters Arme. Dieser, glücklich, dass sich das Elfenreich vor seiner Tochter geschlossen, trug die Wiedergefundene zurück in die alte Heimat. Erst nach langen dunklen Stunden und Tagen rang sich schön Helgas Jugendkraft wieder zum Leben durch, und sie öffnete die Augen in klarem Bewusstsein. Ihr erster Blick fiel auf ihren Vater, der an ihrem Lager saß. »Du, hier, mein lieber Vater? Also war es kein Traum, dass ich dich sah. Aber nun lass mich aufstehen und wieder zu meinem Gatten gehen. Er ist gewiss längst zurückgekehrt und wird meinen Versicherungen glauben, dass ich ihn nicht verlassen wollte.« »Mein Kind, sieh doch um dich«, sprach der Vater in beruhigendem Ton. »Die Fieberfantasien müssen ja nun endlich weichen. Sieh, du bist ja, wo du immer warst, in deiner Heimat bei deinem alten Vater. Die ganze lange Krankheit hindurch hast du gefabelt von einem Elfkönig und seinem Paradies, von deiner Vermählung und deinen Versprechungen. Siehe, meine Helga, das waren Fantasien, wie sie solche Krankheit immer mit sich bringt.« Helga sah zu ihm auf in tödlichem Erstaunen. »Das ist unmöglich«, brachte sie endlich stockend hervor. »Bringe nur meine Kleider her und sieh dann, ob Island so leuchtende Gewänder hat.« »Leuchtende Gewänder?« wiederholte der Vater wie in Bewunderung, stand auf und brachte das daliegende Kleid Helgas, ein Gewand, wie sie es immer getragen. Helga schaute ungläubig darauf. Dann griff sie an ihre Stirn, sah wieder zu ihrem Vater auf und fragte leise: »Ich verstehe das nicht, mein Vater. Kann man denn so träumen?« »Gewiss, mein Kind. Es ist die Art dieser Krankheit. Sieh, als ich vor wenigen Wochen zum Fischfang nach der Küste reiste und du mich begleitetest bis zum Lavafeld, da bist du wahrscheinlich den Felsen hinaufgeklimmt, um uns nachzuschauen.
bist dort eingeschlafen und der böse, kalte Nebel, der auch uns traf, hat sich auf dich niedergesenkt und hätte dich beinahe nicht wieder erwachen lassen. Als du nun der Base zu lange ausbliebst, da machte sie sich mit dem Gesinde auf, dich zu suchen. Sie fanden dich bewusstlos am Felsen zusammengesunken und trugen dich heim. Ein Bote wurde uns nachgesandt und wir kehrten eilig zurück. Ich ließ meinen Fisch fangen und Olafsson seine Reise, um bei dir zu sein und dich pflegen zu können. Helga seufzte auf. Ihr Vater sprach nie eine Unwahrheit. Es musste also wohl so sein. Aber ihr Herz wehrte sich in heißem Schmerz dagegen. Ach, sie ahnte nicht, dass der zärtliche Vater, um sein geliebtes Kind zu behalten und sie an der Rückkehr in das Elfenreich zu hindern, das Märlein ersonnen und mit den Hausgenossen sorgfältig verabredet hatte. Ihr Körper erstarkte allmählich, aber ihrem Geist blieb eine leise Schwermut, ihrem Herzen ein stilles Heimweh nach dem Paradies ihrer Fieberträume. Sie musste zuletzt fast glauben, dass es nur solche gewesen, denn zu welchem der Hausgenossen sie auch von dem verlorenen Elfenreich sprach, jeder lächelte ungläubig und sagte, das waren Fantasien, wir waren ja immer um dich und hörten dich laut und leise davon sprechen. Von der Reise, die Olafsson in dieser Zeit um die ganze Erde gemacht und dass die Weltgeschichte indessen ein Jahr weitergeschritten sei. Davon erfuhr sie nichts. Die Einsamkeit der isländischen Höfe, die den Nachbar vom Nachbar auf Meilen trennt, behütete sie vor vielen Begegnungen und zogen Fremde jenes Weges und nahmen die isländische Gastfreundschaft in Anspruch, so wurden sie von dem fürsorglichen Vater oder von Olafsson vorher unterwiesen. Fast war die Vorsicht überflüssig, denn Helga, einst so fröhlich und gesprächig, die eines fremden Ankunft stets wie einen Festakt begrüßt hatte und nicht müde wurde, nach der Fremde und ihren unerreichbaren Wundern zu forschen, dieselbe Helga saß jetzt stumm und teilnahmslos und verließ das Zimmer, sobald auf jene schöne Gegenden die Rede kam. Dann traten wieder die Bilder des verlorenen Paradieses vor ihre Seele und es bedurfte eines stundenlangen Ringens mit ihrem Herzen, bis es wieder still darin wurde. Ach, es war ja doch nur ein Traum gewesen. Olafsson hatte das Seeleben aufgegeben und unterstützte Helgas Vater bei der Bewirtschaftung seines Hofes. Dieser liebte ihn wie einen Sohn, und er hatte ihm seine schönen Besitzungen zugedacht und noch viel mehr. Er wollte nur die Zeit abwarten, bis Helga wieder die fröhliche Helga, die neu erblühte Blume Islands, sein werde. Aber diese Zeit wollte nicht kommen. Vielleicht wird es besser, wenn sie verheiratet ist, tröstete sich der Vater und schaute sich um nach Helga. Diese lehnte draußen an der Rasenmauer, die das Gehöft umgab, und schaute gedankenvoll in die Glut des Abendhimmels. Er trat leise an ihre Seite. »Woran denkt meine Helga?« fragte er zärtlich. »An die Abendstrahlen, die jetzt durch die kristallene Kuppel fallen, an die kleinen Wellen, die von den Rosen des Nachthimmels gekränzt werden, und an die schönen Hafenklänge«, entgegnete sie träumerisch. »Helga«, sprach der alte Mann vorwurfsvoll, »willst du denn nimmer von deinem Irrwahn lassen? Du weißt aus aller Runde, dass es Fieberfantasien waren, aber du willst mich betrüben.« »Oh nein, nein, teurer Vater, glaube nicht so Schlimmes von deiner Helga«, sagte sie schnell, indem sie sich zu ihm wandte und schmeichelnd seine Wangen streichelte. »Ich weiß wohl, dass es nur Träume waren, aber du glaubst nicht, wie tief sie sich in mein Herz gebrannt haben. Wie Treulosigkeit erscheint es mir, sie von mir zu weisen.« »Das ist immer noch ein Überrest der Krankheit«, sagte der alte Mann. »Ach, Helga,
Wie glücklich wollte ich sein, wenn du wieder wie früher wärest. Ich auch, lieber Vater, seufzte Helga leise. Ich weiß ein Mittel, und wenn du mich liebst, befolgst du es. Gewiss, das will ich, mein Vater. Nun, dann höre. Nicht wahr? Olafsson ist brav und gut. Helga nickte. Er hat dich sehr lieb. Mein höchster Wunsch ist, dass du sein Weib werdest und ihr beide mich froh und glücklich in meinem Alter umgibt. Helga erblasste. Ach, Vater, lieber Vater, ich kann nicht. Warum nicht, Helga? Hast du etwas gegen ihn? Ist er nicht jung, schön und kraftvoll? Ist er nicht brav und gut? Weißt du mir einen besseren Sohn oder dir einen treueren Gatten? Sage mir, sind es nicht wieder die dummen Träume, die tollen Gebilde deines Hirnes, die dich abhalten? Sage die Wahrheit, Helga. Sie schaute furchtsam zu ihm auf. Ach, mein Vater, verzeih mir, verzeih mir. Willst du deinen alten Vater glücklich machen, so sage ja und werde Olafssons Weib. Willst du meine letzten Tage mit Kummer vergiften, so lass meine Bitte unerfüllt. Mit diesen Worten wandte sich der alte Mann in tiefem Schmerz ab und schritt auf das Haus zu. Helga eilte ihm nach. Zürne nicht, mein Vater, bat sie. Ich will deinen Wunsch erfüllen, komme dann auch, was da wolle. Ich danke dir, mein gutes Kind, aber was fürchtest du? Was sollte anderes kommen als der Segen eines Vaters mit seinem Gefolge von Glück und Frieden? So wurde schön Helga Olafssons Gattin. Blühte nun Islands Blume wieder frisch auf? Ach nein, trotz ihres Vaters Zärtlichkeit, trotz ihres Gatten Liebe, blieb sie traurig und bleich. Tiefer fast ward der Schatten über ihrer Seele. Zu der Sehnsucht gesellte sich nun noch die Reue, das bitterste Gefühl des armen Menschenherzens, weil dafür allein die Zeit keine Linderung hat. Könnte ich dich je um deine Anrechte an die Ewigkeit betrügen? Hatte sie einst zu dem armen Elfkönig gesprochen, und ob es auch nur im Traum gesprochen sein sollte, dennoch brannten diese Worte auf ihrer Seele, und als sie Olafsson ihr Ja-Wort gegeben, war es ihr zumute, als habe sie wirklich jenem armen Geist den Himmel verschlossen. Der kurze Sommer schwand, und tiefer als je erschauerte Helga unter dem eisigen Hauch dieses Winters. Aber auch er ging vorüber, und der Frühling kam endlich über den Ozean zu Islands schneebedeckten Fluren. Die Wege wurden wieder frei, und es sollte darum in der Kirche, zu welcher Helgas väterlicher Hof gehörte, das erste Abendmahl in diesem Jahr gefeiert werden. Olafsson forderte seine Frau auf, mit ihm an der heiligen Feier teilzunehmen, und sie war gerne dazu bereit. Vielleicht brachte dies Versöhnungsmahl auch ihrer Seele den lang entbehrten Frieden. Emsiger als seit langer Zeit ging sie die Arbeit an, alles für den morgigen Tag zu beschicken, denn die Kirche lag fern und sie mussten die Reise früh antreten. Eben ordnete sie den Tisch für das Abendbrot, als sie durch das Fenster ihren Gatten erblickte, der mit einem Fremden von edler Gestalt auf das Haus zuschritt. »Sieh, Helga«, sprach Olafsson eintretend, »hier bringe ich einen lieben Gast. Rüste alles aufs Beste für ihn, denn er hat einen weiten Weg zurückgelegt und bedarf der Erquickung.« Helga schaute zu dem Fremden auf. Sein Angesicht war schön, aber über die jugendlichen Züge war der Gram mit grausamer Hand gefahren. Als er aber nun die ernsten, tiefblauen Augen auf Helga richtete und mit weicher, klangreicher Stimme fragte, »Will die Blume von Island einem einsamen Fremdling gestatten, unter ihrem Dach zu ruhen?« Da schauerte es durch ihre Seele, und der alte Kampf wogte wieder in ihr auf.
wilder, verwirrender als je. Diese Augen, diese Stimme, sollten die wirklich nur im Fieberwahn zu ihr gesprochen haben? Und wenn man sie getäuscht, was dann? Die Besinnung drohte ihr zu schwinden. Da trat Olafsson auf sie zu. »Der Fremde wird müde und hungrig sein, meine Helga. Willst du ihm nicht gewähren, was Islands Gäste stets unter diesem Dach gefunden haben?« Helga raffte sich mit Macht zusammen und ging hinaus, alle Anordnungen zu treffen, während sich der Fremde mit Vater und Gatten zum Abendessen niedersetzte. Dann schlich sie leise wieder hinein, nahm Platz in einer dunklen Ecke und schaute mit einem Gemisch von Bangigkeit und Sehnsucht in die Züge des Fremden. Die Sonne war hinabgesunken, aber es war deswegen nicht dunkel auf Islands Fluren, denn durch die tageshelle Nacht leuchtete der Purpur des Abendhimmels und übergoss mit rosigem Schimmer das trauliche Gemach und die edlen Züge des Gastes. »Blicke dorthin, Fremdling«, sagte Helgas Vater, auf das Firmament deutend. »Sieht man so etwas in eurer Heimat? Müsst ihr nicht zugestehen, dass Island alle Länder der Erde an Schönheit übertrifft?« »Jawohl«, erwiderte der Fremdling, »euer Land ist schön, aber auch meine Heimat ist es und der eure nicht so fern.« Sein Auge flog hinüber zu Helga, deren Anwesenheit die anderen nicht bemerkt. Und dann schilderte er das Land, in dem er lebte. Dasselbe Land, das Helga nur in ihren Fieberträumen gesehen haben sollte. Sie lauschte in atemloser Spannung. Ihr war es, als umgebe sie noch einmal die einstige paradiesische Herrlichkeit. Sie sah das blaue Meer heranwogen und schaukelte sich auf seinen glänzenden Wellen. Um den Rand des Springbrunnens eilte sie wieder in fröhlichem Spiel und griff in den silberhellen Wasserstrahl, die Vöglein neckend damit zu besprengen. Und die Blumen, die lang entbehrten Blumen, bogen ihr wieder ihre duftenden Kelche entgegen. Jeden Augenblick, glaubte sie, der Fremdling müsse das unscheinbare Gewand abwerfen, in seinem königlichen Purpur dastehen und in die Saiten seiner Harfe greifen. Ach, man hatte sie also getäuscht, um sie zurückzuhalten. Ihr Herz hatte doch recht gehabt, und sie, statt auf seine bittende Stimme zu hören, hatte sie in Schwachheit dem Drängen der ihrigen nachgegeben und ihr heiliges Versprechen gebrochen. Und jetzt? Zu spät. Zu spät. Alles vorüber. In Schmerz und Verzweiflung eilte sie hinaus aus dem Zimmer, aus dem Haus, um draußen in stiller Nacht ihre heißen Tränen auszuweinen. Am nächsten Morgen war alles zur Abreise bereit, die Pferde scharrten vor der Tür und die Familie war nur noch im Zimmer versammelt, um einer frommen Sitte Islands Genüge zu tun. Vor dem Genuss des heiligen Abendmahls bittet dort jeder Hausgenosse den anderen um Vergebung, wegen der bewussten und unbewussten Fehler, die man bisher gegeneinander begangen. Helga hatte des Vaters und des Gatten Hand ergriffen. »Vergibt mir allen Kummer, den ich euch bereitet«, bat sie sanft, »und auch den«, setzte sie ahnend hinzu, »den ich euch noch bereiten werde.« »Du musst auch noch zu unserem Gast, Helga, ihn um Vergebung zu bitten, falls du ihn gekränkt«, meinte Olafsson. »Du warst ja nicht zu finden, als er dir gestern Abend gute Nacht bieten wollte.« Sie zuckte zusammen, warf noch einen Abschiedsblick auf ihres Vaters Angesicht und schritt nach dem Gemach des Gastes. Ja, es war so, wie sie es ahnte und wusste. Die unscheinbare Kleidung des gestrigen Abends war verschwunden. Vor ihr stand in leuchtender Schöne der Elfkönig, und tief hinab auf den königlichen Purpur wogten die goldenen Locken. Sie faltete bittend die Hände
und in Liebe und Demut blickten ihre wundervollen Augen hinauf zu dem Antlitz des geliebten und doch so tief gekränkten Gatten. »Helga, Helga«, sagte er ernst, »hieltest du so deine Liebe und dein Versprechen?« »Oh, zürne mir nicht«, bat Helga. »Deinem Geisterauge ist nichts verborgen. Du weißt, wie alles kam, wie die Angst um dich mich hinaustrieb, mein Vater mich fand und ich ihm dann, um sein Herz zu beruhigen, unser Reich zeigen wollte. Du weißt, wie seine Pforten mir verschlossen blieben und ich hierauf bewusstlos in die alte Heimat gebracht und hier zurückgehalten wurde mit dem klug ersonnenen Märchen und wie dann endlich meines Vaters Bitten mich zu dem letzten, schwersten Schritt drängten. Aber du weißt auch, dass ich nur dich geliebt, mein Herz nur dir gehört hat.« »Aus deinen Worten sei gerichtet, Blume von Island«, entgegnete der Elfkönig ruhig. »Warum hörtest du dann nicht auf dein Herz? Wir Elfen kennen nichts von menschlicher Schwäche. Darum können wir sie auch nicht verzeihen.« »Kennst du das Los, das deiner jetzt wartet, Helga?« »Wohl, ich kenne es«, entgegnete Helga fest. »Und wenn auch mein Mund, so brach doch mein Herz nie seine Treue. Sieh, ich heiße den Tod willkommen, denn er vereinigt mich wieder mit dir.« Da zog ein seliges Lächeln über des Elfkönigs schönes Angesicht. Er breitete seine Arme aus und Helga ruhte wieder, wenngleich sterbend, an seinem Herzen. Als sie nun gar nicht wiederkehren wollte, gingen Vater und Gatte hinüber in des Gastes Gemach. Da fanden sie schön Helga in den Armen des Fremdlings, beide kalt und tot. In ein und demselben Augenblick waren beide Herzen gebrochen. Olafsson versuchte sein Weib aus den Armen des Elfkönigs zu lösen, doch umsonst. Was das Leben ihm geraubt, hielt er im Tode unauflöslich fest. »Lass ab, mein Sohn«, sprach der alte, gebeugte Vater. »Sie gehört ihm ja von Rechts wegen. Was hat uns nun alle Vorsicht genützt? Weniger als nichts. Der Elfkönig hat sein Eigentum dennoch zurückgenommen.« Man bettete sie in einen Sarg, und am nächsten Morgen sollte Islands Erde sie in ihren kalten Schoß aufnehmen. Aber in der Nacht, der diesem Tag voranging, senkte sich der Schlummer tiefer als sonst auf die Augen der Trauernden. Sie hörten nichts von dem Raunen und Flüstern um das Haus her, und sahen nicht die Menge der glänzenden Elfengestalten, die aus allen Teilen der weiten Insel herbeigekommen waren, ihrem geliebten Herrscher das letzte Geleit zu geben. In tiefem Schweigen hoben sie den Sarg empor, verließen mit ihm das Haus und zogen hinauf zu dem Felsen, an dem einst schön Helga vergeblich um Einlass gefleht. Heute war er ihr nicht versagt. Weit auf sprang die Zauberpforte, als der Sarg ihr nahte. Mit gesenktem Flügel schwebten die weißen Vögelein herbei und umgaben mit leisem Klagelaut das tote Königspaar. An den Ufern des schönen blauen Meeres senkten die treuen Elfen sie ein. Dort ruhen sie nun unter den Blumen ihres Paradieses und bei dem leisen Gesang der Wogen. An den Zweigen der Zypresse, die auf dem Grab wächst, hängt Elfkönigs Harfe. Zwar ist die Hand erkaltet, die einst in ihre Saiten griff, aber wenn die Morgenluft durch sie hinzieht, ertönen sie wieder in zauberhaften Klängen. Auf den Sonnenstrahlen ziehen diese Töne dann durch das ewig grünende Paradies, dringen durch den harten Felsen und schweben als schöne, unsterbliche Sage hin über Islands Gletscher und Heiden.